Leute, herzlich willkommen zurück bei Familie Reus. Ja, ich hatte spontan Lust drauf, mal wieder mit Familie Reus zu spielen. Ich habe circa eine Stunde Zeit, bis ich arbeiten gehen muss. Deswegen schauen wir mal, ob das funktioniert und wie gut das funktioniert. Auf jeden Fall sind Elias und Corinna ausgeschlafen, schon seit Stunden, ehrlich gesagt. Und wir schauen mal, ob wir ein bisschen was geschafft kriegen. Ich habe auf jeden Fall mir Sachen überlegt für alle Sims heute, was wir machen könnten. Gucken wir mal, wie gut wir dazu kommen. Wir haben Herbst und du möchtest das Wetter prüfen. Weiß ich nicht, finde ich eher langweilig. Du kannst aber mal das Haus säubern. Da wirst du bestimmt sehr viel Spaß mit haben, Elias. Mara war, glaube ich, in der letzten Folge sehr lang abends noch unterwegs, denn die wird bis Mittag schlafen. Oder zumindest eine ganze Weile. Dein Schulbus kommt um 8. Das heißt, du kannst ruhig auch noch ausschlafen und dann was frühstücken. Und unsere Hundis sind wach. Wie lang? Wann werden die? Ich will 2 ganze Tage immer noch. Ja, okay. Okay. Haussäubern funktioniert also nicht mehr, weil Elias immer das da sauber machen will und aber nicht in der Lage ist dazu. Das ist natürlich schade. So, gibt es sonst noch irgendwas? Nicht mal die Pfütze kannst du säubern? Ist das dein Ernst? Okay. Morgen haben unsere Hundis endlich Geburtstag. Na, sehr schön. Endlich. Nach all der Zeit. Gut. Ja, Elias, weiß ich auch nicht. Dann können sie vielleicht einen Napf füllen. das war jetzt nicht mein Plan war eigentlich, dass er erstmal ein bisschen hier im Haus Ordnung schafft. Aber da muss er ja scheinbar gar nicht so viel machen. Ja, dann passt das ja soweit. Was machen wir dann mit dir, Elias? Du möchtest dich noch mit den Hunden anfreunden. Mit wem spezifisch möchtest du dich anfreunden? Mit Peanut. Wo ist denn Peanut? Oh, da draußen. Ah, ihr spielt da draußen ein bisschen. Habt ihr sonst eigentlich alle ganz gute Bedürfnisse? Ja, dann könnt ihr ruhig machen, was ihr wollt. Weißt du was, Elias? Dann machen wir wohl doch ein paar andere Dinge. Ich hatte halt geplant. Wobei, ich meine. Ich hatte halt geplant, ein paar unserer Freunde einzuladen oder ein paar Sims einzuladen, um die noch ein bisschen kennenzulernen und vielleicht ein bisschen zu angeln gemeinsam. Und ich denke, das machen wir trotzdem. Ich würde einmal gern James einladen, weil mit dem wollen wir beste Freunde werden. Und ich würde auch gerne Moritz einladen. Den haben wir auch schon so lange nicht mehr gesehen und der ist ein Senior und keine Ahnung, wie lange wir den noch haben werden. Und okay, Ellie ist heute ein bisschen launisch, kein Problem. Kriegen wir hin. Hoffentlich. Keine Ahnung. Wir gehen heute allerdings zur Schule, Elli. Ich weiß nicht, was das jedes Mal soll. Wir gehen heute zur Schule. So. Ah, okay. Der kann nicht. Was mit Moritz? Kann der wenigstens? Also ich wollte halt gerne diesen Wunsch erfüllen, wenn Moritz den, nicht wenn Moritz, wenn Elias den hat, aber sonst laden wir halt andere Sims ein. Okay, du kannst schon mal. Und dann können wir ja vielleicht noch irgendeinen anderen unserer Freunde einladen. Hier, wie wär's mit Sebastian? Das wäre doch auch gut. Ja, laden wir den auch erstmal noch dahin ein. Dann hoffen wir, dass wir da eine Gruppe draus machen können. Und dann können wir da gemeinsam ein bisschen Zeit verbringen. Wir sollten uns vor allem auch mal wieder um unseren Vogel kümmern. Ja. So, Futter nachfüllen, Käfig säubern, aufräumen. Das wäre soweit der Plan. Und die Hoffnung, dass das soweit klappt. Hört sich gut an. Sehr schön. Okay, Elias. Dann hast du jetzt 2 Leute dahin eingeladen. Gehst du erstmal dich um den Vogel kümmern und dann gucken wir danach mal. Wie weit bist du mit deinem Buch eigentlich gerade, Corinna? 74%. Okay, vielleicht schaffen wir das sogar. Genau. Warte, wa oh, nein, Oreo, was soll das? Ausschimpfen. Wait, what? Hast du uns jetzt nicht gerade. Ja. Hä? Und warum gehst du jetzt nicht. Warum bist du denn jetzt nicht essen gegangen? Sag mal, Elli. Okay, können wir jetzt den Hund wenigstens ausschimpfen dafür? Hallo? Nein? Ich kann ihn nicht dafür ausschimpfen, dass er mich aufgeweckt hat. Warum nicht? Das finde ich frech.
Jetzt konnte sie halt nicht frühstücken. Sie war doch rechtzeitig wach. Warum ist sie nicht essen gegangen? Ach, Sims, warum bist du so? Geh wieder schlafen. Oreo, mach irgendwas anderes. Lass doch die arme Mara in Ruhe. So, du kannst ihr auch was futtern, wenn du magst. Okay, soweit geht's euch sonst ganz gut. Das tut mir sehr leid, Ellie. Das lief jetzt nicht so, wie es sollte. So. Okay, dann gucken wir mal hier drüben. Es ist natürlich bestes Wetter für einen Tagesausflug mit Freunden. Bin absolut begeistert. Können wir das Wetter bitte ändern? Ich will kein Hagelregen. Es tut mir sehr leid, aber ich will kein Hagel heute. Ich will Dinge mit meinen Sims draußen machen. Bitte lass es sonnig sein. Guck mal, jetzt haut der doch wieder ab bei dem Wetter. Ja, der rennt jetzt halt wieder weg. Das ist super. Danke, Sims. Danke, Sims. Das ist wahnsinnig nett von dir jetzt gewesen, dass du mir Hagelregen gibst. Was soll das denn? So, du isst mal deine armen Ritter auf. Und dann gehen wir zur Schule, genau. Und du schläfst schön aus. Und danach fände ich es schön, wenn du auch arme Ritter isst. Mal schauen, ob es bei ihr klappt. So. Genau, ich möchte mich gerne erstmal um den Vogel kümmern, bevor wir uns hier mit den Sims befassen. Die aber sowieso beide schon wieder abgehauen sind, oder? Ist Moritz auch schon wieder abgehauen? Das ist klasse. Das funktioniert richtig gut. Bin richtig begeistert. Probieren wir es nochmal. Genau, einfach mal 2 Sekunden warten. Was ist denn mit denen? Naja. Du kannst mit deinen Freunden sprechen. Wir können neue Freunde finden. Find mal neue Freunde. Ich wusste nicht, dass es noch andere Teenager gibt. Ich dachte, das wäre es jetzt gewesen. Mit Teenagern, die wir haben in der Welt. Aber fragen wir mal, gucken wir mal, wen es hier sonst noch gibt. Okay, sorry, dass ihr ein zweites Mal hier auftauchen müsst. Aber ihr seid zu ungeduldig. Ihr seid mir viel zu ungeduldig, Sims. Genau, du gehst jetzt in die Schule. Hast du heute außerschulische Aktivitäten? Ja, du hast heute den Bastelverein. Okay, das heißt... Oh, Moritz hat keinen Bock. Okay. Gar kein Problem. Master Controller. Wir laden Moritz einfach so ein. Ist mir egal. Wie alt ist der eigentlich? Oh, er ist schon bei 211. Weiß ich ja nicht. Chagu ist bei 221. Ist das nicht unser Vater? Wait. Ist das nicht unser Vater, Chagu? Oder ist er irgendwie anders? Ah, nein. Nicht unser Vater, sondern der Vater von Rashad, oder? Moment. Stammbaum. Was sagt der Stammbaum? Hier. Samuels Freund Rashad. Genau, der Vater von Samuels Freund Rashad. Und Samuel ist der Bruder von Elias. Also quasi der Vater unseres Schwagers. Der ist sehr alt. Das ist der älteste Sim in dieser Welt. Spannend. Zumindest aktuell. Habe ich jetzt Moritz eingeladen? Weiß ich nicht. Jetzt war ich verwirrt. Okay. Wir gucken mal, ob er vielleicht doch noch vorbeikommt. Okay, da ist auf jeden Fall schon mal Sebastian. Können wir mit ihm schon mal eine Gruppe gründen. Das wäre super. Und dann wollte ich halt vor allem auch mit Moritz noch ein bisschen Zeit verbringen, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, wie lange der noch da sein wird. Und der ja auch eigentlich gerne angelt und so Dinge. Wäre eigentlich schon ein Sim, mit dem wir uns gut anfreunden können. Und bis dahin können wir erstmal ein bisschen mit Sebastian noch quatschen. Von der Natur schwärmen. Klar, über die Familie reden. So. Gut, du möchtest eine tolle Zeit mit der Gruppe verbringen. Das kriegen wir bestimmt hin. Du schreibst. Nee, wir wollen eigentlich keine geheime Methode in China lernen. So. Du kannst dann auf jeden Fall auch was essen. Machen wir nachher.
Hoffe, die Hundis kümmern sich soweit ganz gut um sich. In der Hoffnung, dass Moritz vorbeikommt. Bitte, bitte. Wir halten einfach ein Auge auf. So. Ein konsequent aufrechter Reiter. Okay. In der Reiterkarriere. Okay. Gut, dann würde ich mal ihn einladen, am Gespräch teilzunehmen. Moritz, wir sind hier drüben. Und dann können wir ihn danach nämlich auch fragen, ob er mit in der Gruppe teilnehmen will. Na, wo rennst du denn hin? Hallo, warum will der denn direkt weg? Moritz, was ist los? Komm. Sei mit dabei in der Gruppe, bitte. Wieso sagt er denn nein? Warum bist du denn so kriegscremig drauf? Ich fühle mich in so großer Runde nicht wohl. Lass uns ein andermal zusammen. Ach, Moritz. Ich meine, ja, okay. Aber. Komm, wir sind zu dritt. Es ist nicht schön, dass du wenigstens hier bist. Wir sehen dich so selten. Ich weiß, du bist ein Einzelgänger und du magst nicht mit anderen abhängen, aber halt. Er hat einen Grund, warum wir nicht so gut mit ihm befreundet sind. Ich meine, Moritz ist halt wirklich, also er ist ein Einzelgänger, aber er ist halt wirklich auch so ein griescremiger Einzelgänger. So ein, ich möchte gerne am liebsten alleine sein Einzelgänger. Er ist recht jetzt in dem Alter. Ich glaube, als junger Erwachsener hat er mich sehr überrascht damit, dass er doch irgendwie auch in der Lage ist. Er hat ja auch ein Kind und eine Freundin. Ich weiß gar nicht, hat er die immer noch? Ist er immer noch? Nee, er hat gerade keinen Partner, aber ich meine, er hat ein Kind. Moment. Das ist ja Amelies kleiner Bruder. Ja, genau, hier, Godo. Also, und der ist auch jetzt schon Senior, keine Ahnung. Ich glaube, Moritz ist auch sehr, sehr alt. Ich glaube, der hätte auch vor ein paar Folgen schon von uns gehen sollen, aber ist er da nicht. Ja. Weiß nicht. Also ich bin da auch sehr, sehr überrascht, dass er das geschafft hat oder gemacht hat, weil das hätte ich jetzt irgendwie auch gar nicht. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Aber. Ja, Moritz ist schon überraschend. Aber eigentlich ist er halt schon eher so ein bisschen zurückgezogener, griescremiger, lieber in der Gesellschaft von Tieren. Naja. Ich überlege halt jetzt, wenn wir was essen wollen, ob wir essen gehen oder ob wir halt einfach nur hier oben ein bisschen grillen. Weil eigentlich war das so ein bisschen mein Plan. Wir gucken mal. Ob wir dann vielleicht. Guck mal, jetzt bist du gesellig drauf. Wollen wir uns vielleicht nicht doch nochmal überlegen, ob du dich doch noch der Gruppe anschließen wirst? Verbessere deine Schreibfähigkeiten. Oh ja, das kriegen wir bestimmt hin. Ich glaube, wir haben erst Level 1, habe ich vorhin gesehen. Ja, komm, das kriegen wir ja wohl hin, die noch irgendwie mit der Zeit zu verbessern. Ich weiß noch nicht, was wir dafür gemacht haben, aber bestimmt. So, dann brauchst du noch ein bisschen Spaß. Wait, wir haben doch gerade über Godo geredet. Ist er nicht ein Senior? Oh Gott. Unser Halbbruder, also Corinas Halbbruder Godo. Weil der ist halt, ja genau, weil Emma hatte mit Moritz ein Kind. Ist sie das Kind? Nee, das muss sie ja vor Corina gehabt haben. Weil unser Halbbruder Godo ist ja sehr viel älter als wir. Und der im Seniorenalter bekommt jetzt mit Misty ein Kind. Oha. Oh mein Gott, unser Stammbaum wird immer verwirrender. So, genau. Nachdem du das gegessen hast, wäre es vielleicht cool, wenn du hier die Näpfe füllst. Und dann vielleicht noch ein bisschen Fernsehs. Das Buch haben wir nicht zu Ende geschrieben, ne? Wie weit sind wir? Lohnt sich das gerade noch? 90%. Wir können mal den Nektar mitnehmen. Ja, vielleicht schauen wir erstmal ein bisschen fern. So, wie sieht unser Block aus? Oh Gott, wir wollen einen 5-Sterne-Block haben. Wir sind bei 2,5. Ich weiß ja nicht. So, dann probieren wir nochmal einen neuen Beitrag. Trotz aller Mängel sehr zu empfehlen. Süßungsmittel in Süßigkeiten? I don't know.
Mal schauen, hat es das. Oh, toll, okay. Unsere Anhänger sind kein Süßungsmittelfan. Ich sehe schon, ich sehe schon. Na gut, verständlich. So, du fühlst dich halt unsichtbar. Ich wollte halt eigentlich mit ihr ein bisschen lesen, ein bisschen an Backwaren arbeiten, aber jetzt hat sie halt irgendwie doch ein Bedürfnis, jemanden zu sehen und mit jemandem Zeit zu verbringen. Weiß ich halt nicht, ob wir da vielleicht einfach irgendjemand unserer Freunde besuchen wollen. Müssen wir mal gucken. Wen haben wir denn so, den wir besuchen können? Das Problem ist halt, viele von denen sind halt. Oh, vielleicht könnten wir zum Baby. Wissen wir schon den Namen vom Baby? Wait. Ich gucke die ganze Zeit auf den Stammbaum. Wie heißt denn Valeries zweites Kind? Bina. Paloma und Bina. Ja, vielleicht können wir ja Bina mal Hallo sagen. Können ja mal gucken. Hatte ich das eigentlich umgebaut? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich weiß, dass ich mal angefangen hatte, das umzubauen. Und dann ist mein Spiel abgestürzt. Und ich weiß nicht, ob ich es dann nochmal umgebaut hatte oder nicht. Oh, jetzt Also, sagt er ja. Barbara, Okay, Barbara. cool. Jetzt ist Moritz doch Teil der Gruppe. Das freut mich. So. Dann wollen wir doch mal hierhin mit der Gruppe gehen. Und ich dachte, wir könnten einfach hier entspannt ein bisschen. Weißt du, Moritz, ich habe gar nicht viel vor. Ich dachte, wir können einfach entspannt hier ein bisschen zusammen am Feuer abhängen, was essen, vielleicht unten ein bisschen Domino spielen, vielleicht ein bisschen angeln. Aber das Problem ist, ich kriege, glaube ich, die anderen nicht dazu, zusammen zu angeln. Aber ist okay. Ja, das war eigentlich mein ganzer Plan. So, ich versuche auch teilweise ein bisschen dreifache Geschwindigkeit zu machen. Einfach weil, wie gesagt, ich nachher arbeiten muss und ich nicht will, dass die Folge irgendwie über eine Stunde lang wird. Weil dann kriege ich das zeitlich gar nicht hin. So, dann können wir mal das Feuer entzünden. Hallo, ich habe uns hier versammelt, um am Feuer zu sitzen, ehrlich gesagt. You Weiß nicht, want it? was euer Gedanke war. Können wir die anderen, genau, wir setzen uns mal hin und gucken, ob wir die anderen einladen können, sich auch ans Feuer zu setzen. Nee, 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 nee. Och, Mann. Okay, kann ich die jetzt bitten mitzumachen? Und bitten mitzumachen, genau. Und dann kannst du hier mal was rösten. Was können wir denn rösten? Leckere. Ja, so einen perfekten Thunfisch. Den kann man schon. Oh mein Gott, wir können Bienenwachs rösten? Ich weiß ja nicht, mit Honig. Karamellisierter Thunfisch. Vielleicht karamellisierte Qualle. Klingt besser. Stardom, Jill, huh? Kannst du es nicht machen? Doch. Einfach ein Block Darkle, Honig. Cartoony, Perfekt. oh. Kannst du dich von der anderen Seite aus versuchen zu sitzen? Ja, genau. Guck mal, das ist doch viel besser. Wollt ihr nicht auch was grillen? Nein. Na gut. So, du bist jetzt darüber gereist. Können wir einmal. Oh, natürlich seid ihr jetzt nicht mehr zu Hause. Wo seid ihr hin? Seid ihr weit weg oder macht ihr einfach nur einen Spaziergang? Ich meine, wenn er mit dem Baby zusammen unterwegs ist, wir könnten natürlich auch. Da ist Paloma, die geht gerade nach Hause. Um die Uhrzeit? Sim. Ups. Wo will ich hin? Ich will zu Bina. Wo ist Bina? Okay, das wird mir nicht angezeigt. Gut, das heißt wahrscheinlich, dass. Okay, dann gehen wir einfach mal hierher, weil ich glaube, Paloma kommt jetzt jeden Moment nach Hause. Gucken wir mal, ob das so klappt. Okay. Sie steht halt einfach da mit dem Fahrrad. Weiß ich nicht. Ha. Ich will nur einmal kurz, damit sie sich nicht mehr so mies fühlt, mit jemandem reden. Und danach können wir auch das machen, was ich eigentlich geplant hatte. Das ist jedes Mal dasselbe, dass das Sim-Spiel mir einen Strich durch die Rechnung zieht. Und dann hat irgendwas nicht funktioniert. Wer ist da? Da ist Ethan! Okay, wir gehen einfach da drüben zu Ethan. Hallo, wir begrüßen ihn mal charmant. Kennen wir ihn noch gar nicht? Oh, da ist eine Katze. Hi. Oh, da ist Melody. Oh, das ist Valeries und Ethans Katze. Die ist hier einfach auch. Das ist doch schön. Okay, sehr gut. Du machst deinen Bastelverein bis 16 Uhr. Du bist noch am Fernsehen. Brauchen die Hunde irgendwas? Guck mal, du kannst mal was futtern. Du kannst auch. Warum machst du denn, keine Ahnung, keine Dinge für deine Bedürfnisse?
Das ist sehr anstrengend. Du kannst da mal pieseln und du kannst mal hier kauen. Oder, nee, nicht hier, kann da kauen, weil ich glaube, das nutzt der Hund nachher. Genau. Und dann würde ich dich eigentlich einfach bitten, weiterzuschreiben. Ich fände es eigentlich schön, wenn du das Buch weit fertigstellen könntest, weil sie will immerhin 15 Romane schreiben und das funktioniert nur, wenn wir weniger vom Fernseher hängen und mehr schreiben, Corinna. So, hast du ihm jetzt Hi gesagt oder hat das nicht geklappt? Ethan. Wo steht er denn? Der Junge, der steht immer noch hier. Geh mal dahin. Renn da mal hin, bitte. Weiß nicht, warum man mit ihm gerade nicht reden kann. Okay, Gruselhaus. Weiß nicht. Was war das jetzt für ein Geräusch? Hier nicht so viel. Das sieht aber auch creepy aus. Ich wusste gar nicht, dass dieses Ding so gruselig aussehen kann. Ich glaube, ich habe zu sehr Patchy im Kopf. Die sehen gruselig aus in Sims 3. Das Herbstfest ist definitiv sehr viel mehr auf wirklich Grusel ausgelegt in Sims 3 als nur auf irgendwie süß. Das ist unser Onkel, den finden wir nicht attraktiv, Mara. Was soll das denn jetzt? Aber wir können ihn gerne ein bisschen kennenlernen. Wir können ihn natürlich, ja, wir könnten auch irgendeinen Wettbewerb machen mit ihm oder so. Warum nicht? Aber vor allem möchte ich erstmal einfach nur ein bisschen mit ihm quatschen. Vielleicht noch eine lustige Geschichte erzählen. Wir gucken einfach mal. So. Und bei euch läuft alles ganz gut, ja? Ah, du redest natürlich mit dem Vogel. Bin nicht überrascht. Sich Moritz hier mit dem Vogel anfreundet. Klar. So. Wie sieht es denn bei euch aus mit den Freundschaften? Es wäre halt cool, wenn wir uns auch mit Moritz noch ein bisschen anfreunden würden. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass wir gleich einfach ein bisschen Domino spielen mit beiden. Komm, oh, wie schnell wir befreundet sind mit Ethan. Das ist doch sehr schön. Und dann würde ich vielleicht gerne noch zusammen ein Foto machen. Stoffrute. Guten Du bist Innenarchitekt, das wusste ich gar nicht. Habe ich ihm das Tag. gegeben oder ist er das von sich aus? Nice. Norpel. Genau, dann können wir noch ein Foto zusammen aufnehmen und danach würde ich mich tatsächlich vielleicht hier irgendwo hinsetzen und einfach ein bisschen das ein oder andere Buch lesen. Naja, okay, wir können nur eins lesen. Und vielleicht danach nochmal nach Hause zurückkehren und ein bisschen backen, weil das war eigentlich so ein bisschen mein Plan für heute. Ach so, okay, macht's. Ich dachte gerade so, was passiert da? Das ist Valerie. Valerie! Hey! Vielleicht ist sie dann danach auch noch da und wir können ihr auch noch mal Hi sagen. Wir gucken mal. Oder seid ihr schon fertig? Ja, okay, wenn ihr schon fertig seid, können wir auch jetzt gleich Valerie Hi sagen. Oh, wir können auch ein bisschen Sparring machen. Perfekt. Ich meine, sie ist gerade ja perfekt ausgerüstet dafür. Mit ihrem Outfit. Habt ihr jetzt das Foto gemacht? Ich hoffe doch. Warum bist du eigentlich verlegen? Weil Sim sich fotografieren lassen hat. Hä? Und du hast doch das Selfie initiiert. Ich bin sehr verwirrt. Okay. Und dann fände ich Sparring ganz cool. Du kommst nicht nach Hause? Mit Yume Hüpfekästchen spielen, also Hüpfekästchen spielen hätte ich jetzt gesagt, nein. Karaoke singen ist aber eine coole Idee eigentlich. Da, die Frage ist, gibt es heute ein Konzert? Weil sie wünscht sich halt auf ein Konzert zu gehen, aber ich weiß nicht, ob eins stattfindet. So, weiß ich nicht, ob man sowas vorher gesagt bekommt. Die Frage ist, haben wir hier irgendwo eine Karaoke-Bar? Aber eigentlich wäre das eine ganz coole Idee. Hier oben haben wir doch Karaoke. Dann lass uns mal sie einladen hier zur Groovy Goose. Genau. Und dann gucken wir mal, dass wir da vielleicht ein bisschen zusammen den Abend verbringen können, ein bisschen Karaoke singen können. Ihr spielt hier ein sehr wichtiges, ernsthaftes Spiel. Oh Gott, das sieht ja wirklich aus, als würdet ihr alles sehr, als würde das hier sehr ernst nehmen. Mit Elias, der sich denkt so, oh, ist das euer Ernst jetzt gerade? Sehr gut. Der Blick. Ich wollte eigentlich einen hübscheren Screenshot haben, aber ich weiß nicht, ob mir das hier vergönnt ist. Ah. Sowas hier, sowas
sowas hier als Screenshot. Mal schauen. Ja. Bauen wir dadurch auch Beziehungen auf? Das wäre halt praktisch, dass wir auch uns vielleicht gleichzeitig noch ein bisschen mit Moritz anfreunden. Wir gucken mal. Genau, du bist dahin unterwegs. Die Freundschaft mit Mario beenden. Und das, obwohl du eigentlich beste Freunde werden willst, weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. Gut, dann. Spielt immer hier euer Domino-Spiel. Komm, zu dritt. Zu dritt solltest du jetzt nicht so ein Riesenproblem haben, Moritz, oder? Komm. So schlimm ist das nicht. Yay, wir haben unser Buch. Wir haben Tantiemen erhalten und unser Buch ist fertig. Sehr, sehr schön. Das freut mich. Du hast ein weiteres Buch fertiggestellt. Mit wem möchtest du jetzt Tauziehen spielen? Gott, jetzt muss ich dir immer noch am Bild erkennen. Ich glaube, mit dir. Mit Cashew möchtest du Tauziehen spielen. Streicheln, dann können wir ein bisschen Tauziehen spielen. Können wir noch ein Leckerchen geben. Ein bisschen loben, auf jeden Fall auch. Oh. Ausschimpfen ist aggressiv sein. Wichtig. Wichtig. Genau, dann. Du fährst dahin. Wir sparen ein bisschen mit Mara. Das finde ich sehr gut. Also sie fühlt sich immer noch nicht so gut, ne? Sie ist begeistert, aber sie hat immer noch das Gefühl, als wäre sie unsichtbar, obwohl sie doch hier mit Leuten redet. Weiß ich ja nicht. Guck mal, da ist auch schon... Da ist auch schon Yume. Ich wusste ihren Namen kurz nicht. So. Dann gucken wir einfach mal, ob wir vielleicht... auf ein Konzert gehen können gleich. Können sie auf jeden Fall noch kennen. Wir wissen eins ihrer Merkmale tatsächlich noch nicht. Das wäre doch eigentlich ganz nice, wenn wir das herausfinden würden. Können ein bisschen über unsere Hunde reden. Und ich würde vielleicht mal Kokettenwitz machen. Ja, weil das Ding ist, ich weiß, dass ich irgendwie meinte, so, ja, wir werden vielleicht später Yume daten, aber halt an der Uni werden wir halt unsere erste Beziehung führen. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht vielleicht trotzdem vorher schon so ein bisschen mit Yume flirten können. Vielleicht auch einen Kuss, aber es halt nie eine Beziehung wird. Das wäre halt auch eine Option. Oh, stimmt, das ist jetzt keine Gruppe. Aber es ist auch okay, weil sonst würde es irgendwann mit der Zeit ein Date werden, was ich nicht will. Sehr gut, macht ihr das mit eurem Sparring. Ich glaube zwar nicht, dass Mara Valerie schlagen wird. Valerie ist schon richtig gut da drin. Wobei, Mara gibt sich auch alle Mühe mittlerweile. Ich mag das Sparring immer noch anzuschauen. Wir haben tatsächlich... War das? Es war aber nicht entscheidend, okay. Ja, cool, wir hatten ein cooles Dominos-Spiel. Fliesenprofi, okay. Weiß nicht, ob ich das so nennen würde. Aber okay. Schauen wir mal, ob wir vielleicht uns noch ein bisschen mit Moritz anfreunden können. Das wäre so ein bisschen meine Hoffnung gerade. So, umarmen. Ihn nach seinem Tag fragen. Natur schwärmen. Über die Familie reden und all das. Oh, wir können mit Comic-Heften schwärmen. Das mag Moritz auf jeden Fall. Tratschen. Valerie hat Mara besiegt. Ja, das war abzusehen, aber wir haben den einen Treffer trotzdem reinbekommen. Also so verkehrt war das gar nicht. Okay, dann würde ich dich aber tatsächlich bitten, wieder mal nach Hause zu gehen. Wir können auch mit der U-Bahn reisen. Hierhin. Genau. Dann kannst du nach Hause gehen und dann kannst du zu Hause noch dein anderes Buch lesen. Und kannst du noch ein bisschen backen. Das wäre so ein bisschen dein Plan für den Abend. So, dann... Okay, den Hundis geht soweit ganz gut eigentlich. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Dann schreib vielleicht einfach direkt an deinem nächsten Buch weiter. Hatten wir uns auf irgendwas geeinigt? Ich glaube, sie schreibt tatsächlich einfach viele verschiedene Bücher. Ich bin mal wieder für ein Krimi. Immer eine gute Idee. Und dann wäre mein Fokus jetzt erstmal so ein bisschen der Abend mit Yume. Oh, es regnet. Findet denn Konzert statt?
Nein. Hier? Nein. Keine Ahnung. Vielleicht wollen wir ja mal so ein bisschen reingehen in die Bar. Oh, hier sind Sims am Tanzen. Da ist Mia. Oh. Ja, lass uns vielleicht mal hier reingehen. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht oben Karaoke singen wollen. Ja, doch, das ist doch immer eine gute Idee. Mit Jume zusammen ein bisschen Karaoke singen? Oder? Lass uns ein bisschen zusammen singen. Ich weiß, ich habe den Wunsch entfernt, aber ich habe eh immer nur vier offen und es funktioniert eh immer alles nicht so. Demnächst möchte ich auch gerne noch. Du musst zur Arbeit, mach das. Wir reden jetzt eh gerade nur noch mal mit Moritz ein bisschen, deswegen passt das schon. Und das jetzt gerade ein bisschen unangenehm ist, dass wir hier draußen sind. Aber weißt du, was wir gerade machen? Wir füttern noch mal den Vogel und dann gehen wir vielleicht mit Moritz nach Hause. Das ist vielleicht eine gute Idee. Da ist es dann halt auch nicht so nass. Das würde ich sagen, ist ganz gut. Bisschen Karaoke, du schreibst noch weiter. Wenn du dein Buch gelesen hast, können wir ja mal gucken. Verspottung eines Gangsters. Okay, warum nicht? Kannst du vielleicht mal irgendwie hier ein paar Sachen herstellen? Haselnuss-Brownie. Haben wir schon Sachen im Inventar? Also haben wir schon Sachen gebacken für unseren Laden? Ich glaube noch nicht wirklich, ne? Nee, weil dann kannst du nämlich damit mal anfangen. Das wäre nämlich ganz cool, dass du ein bisschen was backst. Ihr kommt nach Hause und ihr geht ein bisschen Karaoke singen. Genau. Dann kommt ihr mal heim mit Sebastian Black Jammin. Ja gut, der muss jetzt halt zur Arbeit, ne? So, wie läuft's denn bei euch? Hast du wenigstens ein bisschen Spaß davon? Oder eher nicht so? Okay, fangt gerade erst an. Na gut. Ich gucke trotzdem nochmal, ob ein Konzert läuft. Ich denke mal, das läuft eher am Wochenende. Aber keine Ahnung. Warte mal, gleich ist 20 Uhr. Vielleicht jetzt? Nope. Ich habe immer noch nicht raus, wann die stattfinden. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir danach vielleicht ein bisschen flirten und Komplimente über ihr Aussehen machen. Ja. Weil halt die ganze Zeit, in der Ellie jetzt eine Teenagerin ist, halt irgendwie die ganze Zeit irgendwie den Crush auf sie zu haben und sie küssen zu wollen und trotzdem irgendwie nichts zu machen, ich auch ein bisschen eigenartig. Ist Moritz da? Moritz, kannst du bitte hierher kommen? Moritz, warum kommst du denn jetzt nicht rein? Warum bist du jetzt da draußen stehen geblieben? Das ist dein Ernst jetzt. Please, Moritz. Warum musst du denn auf dem Bürgersteig stehen bleiben? So kann ich dich nicht hier reinbitten. Das ist dein Ernst jetzt. Können wir ihn nach Hause einladen oder sowas? Oh mein Gott, Moritz. Können wir ihn nach Hause einladen, bitte? Was ist denn los mit ihm? Hör mal, wir stehen hier direkt vor der Tür. Möchtest du nicht reinkommen, Moritz? Bitte. Bitte, Moritz. Ja? Nein? War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Ich kann hier, möchtest du wirklich vor der Tür stehen bleiben? Ach, Moritz. Ach, Moritz. Das ist so anstrengend mit dir. Dann reden wir halt im Regen mit dir. Ich meine, ja, da sind viele Hunde drin, aber ich dachte, du magst Tiere. Komm, das sollte dich doch jetzt nicht überfordern. Gott, ist das ein anstrengender Onkel, ey. Nein, wir werden nicht die Freundschaft mit Jumo beenden. Außer sie reagiert vielleicht nicht gut auf unsere Flirts. Das wäre dann kritisch. Aber dann müssen wir trotzdem die Freundschaft beenden. So. Okay. Wir reden also vor der Tür im strömenden Regen mit Moritz. Ja, warum auch nicht? Während ihr hier euer wunderschönes Lied singt zusammen. Das ist doch cool. Und es gibt immer noch kein Konzert, ja. Ich weiß nicht, Freitag, Samstag. Also hätte ich halt gedacht, aber ich meine, ich hätte die letzten Mal auch immer geguckt, na, ist auch kein Konzert. Ich weiß nicht, wann die stattfinden. Aber wenn wir uns wenigstens mit Moritz anfreunden könnten, das wäre schön. Mir es dann noch mehr wehtut, wenn er doch irgendwann stirbt. Genau. Das ist der Plan. Und? Wenn wir sind schon lange mit ihr befreundet. Können sie auch noch mal ein bisschen kennenlernen.
Vielleicht nochmal ein Kompliment über ihren Charakter machen, nachdem wir sie nochmal ein bisschen kennengelernt haben. Nochmal einen koketten Witz und ein bisschen flirten. Ich finde Händchen halten irgendwie immer ein bisschen weird, wenn man noch gar nicht wirklich. Also wenn man halt nur so ein bisschen am Flirten ist und dann direkt irgendwie physischen Kontakt, finde ich immer ein bisschen eigenartig. Deswegen mache ich das mit meinen Sims meistens nicht. Bis sie sich nicht irgendwie geküsst haben oder irgendwie näher gekommen sind. So. Oh Gott, die Hunde. Diese ganzen Hunde hier immer. Ha. Genau, dann gehst du mal auf Toilette und kannst was essen. Ein Fish and Chips. Ja, ihr beide unterhaltet euch noch da draußen. Ja, dir ist kalt. Ey, verstehe ich, Elias. Wir stehen draußen im Regen, weil er keine Lust hat, reinzukommen. Wollen wir ihn vielleicht nochmal fragen? Ach, ich kann ihn gar nicht fragen. Ach, herrje. Wahrscheinlich, weil ich quasi auf dem Grundstück stehe und er nicht. Das ist super. Ach, Moritz. Du bist so schwierig. Das wäre ein sehr anderes Let's Play geworden, hätten wir mit Moritz weitergespielt, anstatt mit Amelie. Ah, ja. Ich meine, das ist halt das Ding. So einerseits mag ich es an Sims, dass man so viele verschiedene Sims spielen kann, aber weiterspielen in Form einer Legacy kann man halt nur mit den familienbewussten Sims, also mit denen, die halt auch eine Familie gründen wollen. Und Moritz ist eigentlich auch keiner gewesen, der eine Familie gründen wollte. Ich glaube nicht, dass er sich vorgenommen hat, hey, ich hätte gerne ein Kind. Aber er lebt ja auch nicht mit dem Kind zusammen oder sowas. Also das ist ja gar nicht, das ist ja eh gar nicht so seins. Deswegen, ja, ist das halt so ein bisschen das Ding, das werden dann trotzdem halt irgendwie mehr die Nebencharaktere, mit denen wir dann halt nicht weiterspielen, weil, weiß ich nicht. Am meisten Spaß macht für mich das Familien-Gameplay oder das Gameplay von wegen, okay, ich habe Sims und jetzt haben die Kinder und dann deren Kinder machen diese Dinge. Das hat eigentlich für mich der Spaß. Lass uns mal versuchen nochmal. Können wir nicht hier hingehen als Gruppe? Nein. Können wir ein Videospiel spielen mit ihm zusammen? Nein. Ja. Naja, bleib doch ruhig draußen stehen. Ich gehe dann mal duschen. Mir ist zu kalt. Oh, er ist durchnässt und ihm ist kalt. Geh bitte einmal warm duschen, Elias, du Armer. Oh, jetzt singt er. Oh. Naja. Okay, dann kannst du vielleicht dir auch noch mal was zu Abendessen machen. Beziehungsweise Fish and Chips halt einfach essen. Dann kannst du ruhig auch noch mal hier auf Toilette gehen. Genau, vielleicht kannst du auch gerade mal da. Okay, ihr beide seid noch am Flirten. Eigentlich hat sie halt voll Hunger, aber ich glaube, das ist gerade wichtiger. Dass wir hier mit ihr noch ein bisschen flirten. Ich meine, wir könnten ja ein bisschen Händchen halten, halt einfach mal gucken, wie es ankommt. Oh, und den ersten Kuss probieren. Ja. Weil dann hätten wir den Wunsch erfüllt. Und sie würde nicht mehr die ganze Zeit nur an Yume denken. Oh, auf ein Date. Sind wir bereit für ein Date mit Yume? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kommt da nicht eigentlich immer dieses Lied? Wenn sie einen ersten Kurs haben? Bin ich sicher. Nein. Ja, aber dann haben wir das. Können wir hier vielleicht noch uns was zu essen bestellen? Vielleicht ein bisschen Grillkäse. Nachdem wir jetzt hier geflirtet haben mit Yuma. Ja, also mein Gedankengang war so ein bisschen, dass die beiden halt quasi flirten und sich mögen und sich auch geküsst haben und sowas, aber halt es quasi nie offiziell machen. So, also sie hängen halt gerne miteinander ab und oh mein Gott, ist das dein Ernst, dass ich da jetzt gerade nicht reinkomme? Kann ich dich einfach runter teleportieren? Das ist mir zu doof mit dem Dingens hier. Also vor allem, wenn es nur zwei Etagen sind, hätte ich auch einfach eine Treppe sehr viel besser gefunden. Aber okay. Genau, dann kannst du da noch was essen und danach gehen wir, glaube ich, nach Hause einfach. Du isst hier noch. Ja, du warst jetzt warm duschen. Er ist immer noch hier. Ach, Moritz.
Oh, Moritz. Wir fragen ihn nochmal, ob wir ihn nach. Können wir ihn nach Hause einladen? Nein. Okay. Gut, dann werde ich vielleicht mal die Gruppe beenden. Dann kann er auch nach Hause gehen. Wo ist es? Gruppe auflösen, genau. Danke, es war eine sehr schöne Zeit mit dir, Moritz. Du bist wie immer weird, aber es war trotzdem nett. So. Warum schläfst du denn da in der kleinen Ecke? Ach, Peanut. Gut, dann kannst du vielleicht auch. Oh, der Lemon Cake sieht auch nett aus. Dann kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen Dim Sum essen. Du isst gerade schon. Ich glaube, dich würde ich einfach danach schon mal ins Bett schicken. Genau. Du isst auch gerade. Und dann kannst du, glaube ich, auch schon mal schlafen gehen. Dann können wir vielleicht den Tag morgen auch mal ein bisschen früher starten. Bei Ellie sieht es nicht so gut aus mit Tag früher starten, aber mal sehen. Und. Genau. Oh nein, wer schläft denn hier jetzt schon wieder vor dem Bett, sodass meine Sims nicht mehr schlafen gehen können? Das ist nicht okay. Geh bitte was futtern. So, aber sonst haben sich die Hundis eigentlich einigermaßen gut um sich gekümmert. Sind nur ein bisschen chaotisch, was ihre Schlafplätze angeht. Gut. Dann kommt Ellie hoffentlich gleich noch nach Hause. Können wir mit der U-Bahn dann hierher fahren? So, wir haben irgendwelche Briefe bekommen, die wir einfach ignorieren werden. So, dann kannst du hier duschen und dann einfach ins Bett. Hausaufgaben muss man nicht jeden Tag machen, das ist okay. Also vor allem in Sims nicht. Okay, hast du dich jetzt zweimal umgezogen? Oh nein, nein. Elias, aus. Es regnet. Regnet es noch? Es regnet. Wir gehen nicht nach draußen essen. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Wait, ist es schlecht? Oh, es ist schon schlecht. Ja gut, dann nicht. Dann brauchst du es nicht essen. Kannst du vielleicht dann die Fish and Chips probieren? Das wäre vielleicht ganz gut. Dann können wir auf Toilette gehen. Tja, ist auch schon so viel Wäsche. Warum liegt da wieder so viel Wäsche rum? Oh, Mario ist gerade am Sport machen. Das ist doch nett. So, möchtest du vielleicht hier drüben mal hinlegen und schlafen? Genau, du gehst jetzt auch mal was futtern. Sehr schön. Ach, Hundis. Bist du auf dem Weg eigentlich langsam? Vor allem das Schlimme ist, ich wollte eigentlich, dass wir hier diesen Wunsch nicht mehr drin haben. Und jetzt haben wir immer noch einen Wunsch drin, was mit Yume zu machen. Jetzt wollen wir uns mit ihr treffen. Aber da fühle ich mich lange nicht so schlecht, den Wunsch wegzumachen. Weil diesen jemanden zum ersten Mal küssen Wunsch, ich glaube, den kriegen die Sims nicht so oft. Aber sich mit jemandem treffen, kriegen die Sims halt ständig. Das heißt, das kriegen wir zur Not auch einfach nochmal. Nach der Uni oder so. Falls wir halt in der Zwischenzeit das nicht hinbekommen würden. Weil ansonsten würde ich jetzt tatsächlich sagen, dass wir mit Ellie auf jeden Fall die Schreibfähigkeit verbessern. Da haben wir ja die Aufgabe für bekommen. Aber halt auch fahren lernen mit ihr. Das würde ich sehr, sehr gerne noch machen. Und da sich ja auch Elias wünscht, ihr das beizubringen. Können wir vielleicht gucken, ob wir das nächste Folge hinbekommen. Kommt drauf an, wann die nächste Folge stattfindet. Und ob ich mich dann da noch dran erinnere. Aber heute hat es doch ganz gut geklappt. Wait, was ist das für ein Outfit? Habe ich dir das Outfit gegeben? Das wirkt nicht wie ein Outfit, was ich dir gegeben habe. Hä? Wait. Wer hab ich dich so angezogen? Okay. Also halt auf jeden Fall ohne die Handschuhe, bin ich mir ziemlich sicher. Aber auch so weiß ich nicht, Vergangenheit, Steffi, was das für eine Wahl war. Naja. Naja, passt schon. Oh Gott, was machen die? Nein! Aus! Was soll das denn jetzt? Willst du bitte Corina in Ruhe lassen? Warum willst du sie denn jetzt aufwecken? Ihr seid so schlimm, Hunde. Oh, jetzt ist sie doch wach geworden. Oh Mensch, was ist denn mit euch? Ja, nee, das verstehe ich, dass du Bounty verscheuchen willst. Schlaf einfach weiter. Warum seid ihr denn so anstrengend, Hunde? Und warum kann man sie nicht dafür ausmeckern? So. Ja, nach Hause gegangen sind wir schon.
Gut, dann werde ich die Folge hier jetzt aber auch gleich mal beenden. Es ist tatsächlich keine Stundenfolge geworden und ich habe noch ein kleines bisschen Puffer, bis ich arbeiten gehen muss. Das ist doch schön. Das freut mich. Weil bei Familie-Reus rechne ich immer so mindestens mit einer Stunde Aufnahmezeit, die ich brauche. Unabhängig davon, wie lange es dauert, überhaupt das Spiel zu starten. Aber nachdem das Spiel soweit fertig ist, denke ich mir immer so, habe ich noch eine Stunde Zeit? Ja. Gut. Aber dann war das doch, finde ich, ein relativ erfolgreicher Tag. Der Regen hat mir ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber dafür gibt es Cheats. Sonst wäre das mit Moritz und Sebastian auch nicht wirklich funktioniert. Ah, guck mal, jetzt können wir dem Hundi auch mal sagen, was zu futtern. Genau, dass der quasi zu Beginn der nächsten Folge nicht so schlecht drauf ist, wie er es gerade ist. Nein, weiß nicht, sonst müssen wir beobachten. Naja, die Hunde sind ein anderes Problem. Aber die werden in der nächsten Folge auch alle erwachsen, oder? Wobei hier steht Tage bis zur Alterung 1. Also wahrscheinlich erst übernächste Folge. Naja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall irgendwann noch. Ich würde jetzt allerdings die Folge beenden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Dabeisein. Und wann auch immer das nächste Mal ist, bis zum nächsten Mal. Ciao.